Hey Freunde, und weiter geht's mit Devil May Cry. Yeah, ich habe mich jetzt warm gespielt. Im letzten Part, das war ja ein Chaos, pures Chaos. Das war... Ich sollte mich schämen. Ich habe mich auch bestraft. Ich habe Tarnstocher genommen und sie mir unter die Fingernägel gejagt. Oh Gott, es tut immer noch weh, weil sie immer noch drin sind. Das tue ich für euch. Und jetzt soll ich warten. Schön. Yeah. Na komm. Und noch eine. Uiuiui. Das war knapp. Brenne ich? Nein. Nein, ich will wieder zurück. Ich habe jemanden gehört. Ich habe eine Seele gehört. Da ist sie. Seht ihr die? Da hinten ist diese dumme Seele. Genau über meinem Taubenschiss. Da. Ich bin immer so voreilig. Das war die schon. Die hätte ich doch im letzten Part noch machen können. Oh Mann, gut, dann sehen wir uns mal an, wie scheiße ich im letzten Part war. Na, ist okay, das ist gut. Na, no, das geht besser. Hab mich ein bisschen verlaufen, deswegen wahrscheinlich. Fortschritt. Na, no, Schlüssel haben wir, die Tür haben wir auch gefunden. Die eine Seele schon, die eine Seele weiß ich noch nicht, wo sie ist. Weißt du, die Tode, da hat sich jemand vertippt. Aber ich mag das Anarchic, das hört sich viel besser an als die anderen. So, nächste Mission. Oh, ich musste mich kurz übergeben, fast. So. Ja, schön. Wie geht das denn? Sprung zu Sprung, Sprung. Wow, man kann ja was lernen vom Ladebildschirm. Was geht hier ab? Du hast es geschafft. Yes. Sind gar kein schlechtes Team. Ich bin stärker. Ich bin schlauer. Ich sehe besser aus. Und es ist hinter der Tresortür. Lassen wir nicht warten. Und ich habe den größeren Schwanz. Oh, das muss der ja jetzt sein. Ein Pferdeschwanz meint er natürlich. Dieser Dante. Was ist los? Wir wissen, dass wir kommen. Genau wie Cat gedacht hat. Also. Hör, oh Gott, ich dachte, ich falle. Oh Mann. Das ist es. Aber, kannst du den ersten Teil wiederholen? Ja, das war wirklich nett. Du musst die Generatoren. Vier Stück, richtig? Ja, genau. Einen in jedem Tunnel. An die Arbeit. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber. Ach so. Mal gucken, mal da hinten. Moment mal, Virgil, ich komm gleich. Dankeschön. Gibt bestimmt auch noch was zu finden da hinten und da drüben. Irgendwelche Schlüssel oder sonst was. Ich möchte mal reingucken hier. Oder geht's hier weiter? Zum Teufel. Ne, wir können Virgil jetzt nicht im Stich lassen. Das muss ich mir dann alles nochmal angucken, wenn ich die ganzen Schlüssel suche und so. Ah. Gut. Aber vielleicht geht's ja gleich weiter. Also, pass auf. Wir haben hier... Ich kann da nicht raufgucken. Sonne, Welle, Mond, Sonne, Stern. Toll. Haben die Statuen hier noch was zu sagen? Nein. Ich glaube nicht, dass sie was... Sie sehen alle gleich aus. Ja, jetzt berühren sich alle. Jetzt... Man, kannst du nochmal wiederholen? Jo. Na, scheiße. Dann muss ich hier lang. Ich geh jetzt einfach mal weiter. Die werden schon sagen, hey, du Arschloch, hey, du gehst zurück. Du machst nicht das, was ich dir gesagt hab, du. Guck mal, da ist eine Seele. Guck mal, da ist ein Tor. Hui. Komm ich wieder hoch? Nein, hier komm ich wieder hoch. Uh-oh. Uh-oh. Oh nein. Ja, es geht tatsächlich, gut. Haben wir den Schlüssel hierfür? Können wir mal versuchen. Du hast nicht genug Silberschlüssel, scheiße. Gut. Was ist das da hinten? Mein Tod.
Jetzt aber. Aha. Ach so. Oh no. Was zum? Komm schon, teleportiere dich weg. Oder so. Uah. Sollte nach vorne gucken, oder? So, okay. Gut, dann hätten wir schon mal den Mond. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, das war knapp. Hui, das war noch knapper. Na, komm. So. Wie viele rote Steine habe ich eigentlich? Seelen, keine Ahnung. 16.000, wir könnten uns eigentlich später mal bei der nächsten Statue ein bisschen mehr Leben kaufen und mehr okay, Dämonen trieben. Ja. Was soll ich? Achso, nein, nein, ich will erstmal hier eine andere, oder? Da ist ein Schlüssel! Wie komme ich denn darauf? Scheiße, okay. Wie kommen wir denn darauf dann? Ah, muss man wieder so einen Trick machen wahrscheinlich. Oh Gott, was läuft hier denn aus der Nase? Habt ihr gesehen, der Wurm? Sieht aus wie Schnotter. Und Sternchen. Und weil ich... Oh. Nein, falscher Knopf. Da hat mich ein kleiner Splitter getroffen. Ah, ich weiß, wie man... Ah, okay. Hab's gecheckt, wie man den Schlüssel da holt. Wisst ihr es auch? Man muss hier die Gegner hierher locken, würde ich jetzt sagen. Ich weiß gar nicht, ob es versperrt war. Und dann muss man diesen Dämonentrieb aktivieren oder die Gegner halt hochschleudern und an ihnen hochspringen. Würde ich jetzt sagen. Ja, gab's schon oft. Also... Man muss so oft diesen Trick anwenden, um an einen Schlüssel zu kommen oder an Seelen oder an sonst was. Oh! Falsche Waffe! Ah. Nein! Wieso explodieren die nicht? Starte neu. Soll ich die Leitung verbinden? Ist die Leitung verbunden? So, und den... Wo ist denn der Mond? Da hinten ist der Mond.
Das ist aber nicht schlau. Denn ich muss den hier noch so drehen, denke ich mal. Ah, scheiße. Genau, und dann muss das hier so gedreht werden. Der so. Und der so. Nein. Und dann so. Vermute ich jetzt mal, hä? Ich hab mal vorausgedacht. Ich weiß nicht. Irgendetwas hat mir gesagt, hey, das ist richtig so. Ich bin tot. Ich sollte der Stimme nicht immer zuhören. Oder auf sie hören. Sie hat mir auch gesagt, ich soll da runterspringen. Ach, Oma, du warst das. Ach. Schöne Omi. So, wie kommen wir da hoch? Hier so? Ja. Oh, noch 10 Seelen. Dann haben wir alle. Yeah! Dante, du Tollpatsch. Okay. Was? Das geht bis da oben hin. Crazy shit. Den Trick aus dem Ladebildschirm versuchen. Lustig. So. Diesmal nicht. Ja. Das war noch einer. Hat sich alles umgestellt? Nein, 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 nein. Da ja nur eins fehlt, können wir jetzt eigentlich schon weiter erzählen. Das, ja, hier kommt die. Okay. Okay, das habe ich nicht bedacht. Sehr angenehm, Dante. Das müsste richtig sein. Yay, wir haben es geschafft. Was ist denn da hinten? So. Ja, wir können uns jetzt an der Statue mal was kaufen. Nee, Gegenstände. Genau, hier, dem Mondtriebkreuz. Bam, ausverkauft. So, das war das letzte. Sehr schön. Waren wir hier schon? Nein, aber ich höre eine Seele. Da oben. Vielleicht damit? Komm schon, das muss doch klappen. Natürlich nicht, natürlich nicht. So, okay. Zum Glück muss man, wenn man hier, also wenn man Seelen sammelt, muss man zum Glück nicht die Mission abschließen, damit das zählt, sondern kann einfach dann abbrechen, wenn man die letzte Seele gefunden hat. Die Punkte, die Fähigkeitspunkte gehen natürlich verloren, aber kein Bock, die Mission dann 1000 Mal zu machen. Wenn ich deine Seele vergesse. Oh nein, nicht die. Oh, die sind eklig. Die sind widerlich. Die sind gemein. Ach du Scheiße. Immortrip. Anders geht's nicht. Sorry, die waren zu gemein, Mann. Habe ich keinen Bock drauf. Wir sind bereit. Aber gegen die muss ich aber wahrscheinlich... Ah, ich hätte jetzt den Trick machen können. Warte, wo ist die Seele? Die Seele war... Ach, die war gar nicht hier, ne? Schade.
Na komm. Moment mal. Bin ich ja nicht völlig blöd? So kann man es natürlich auch machen, ja. So. Das sieht gefährlich aus. Du weißt, was du tun musst. Du lockst ihn heraus. Ich schließe das Höllentor mit dem Yamato. Dann erledigen wir ihn. Eine Idee, wie ich ihn anlocken soll? Wir haben sein Kind getötet. Mach ihn wütend. Verstanden. Aber versuch nicht, ihn zu töten. Er ist unbesiegbar, bis ich das Höllentor schließe. Okay. Es wird ernst, Dante. Wir müssen einander voll und ganz vertrauen. Absolut. Und ohne zu zögern. Ja, Virgil. Wir sind schließlich Brüder. Ich traue diesem Virgil nicht. So, schauen wir uns mal die Punkte an und dann machen wir einen kleinen Schnitt und machen nächsten Part weiter. So, ein Ash. Und die Zeit haben wir ein Ash. Super mal 7. Das heißt Ash. Das waren 7 S, oder? Hoffentlich. Fortschritt. Ah, okay. Verwendete Gegenstände. Ah, wir haben alle Seelen. Nur ein Schlüssel fehlt und ein Tor. Das Tor haben wir gesehen, den Schlüssel nicht. Gut. Coolio. Dann machen wir im nächsten Part weiter mit Devil May Cry. Bis dann.